Attention, please. You are listening to your number one podcast called Platform Economy with your podcast host, Tom, about platform economy and news from Google, Amazon, Facebook and Apple. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zum Podcast Plattform Ökonomie und GAFA News. Mein Name ist Tom Illauer und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns um die wirtschaftliche Folgen des Coronavirus. Ja, man kommt ja so gar nicht mehr drum herum, wenn man die Medien verfolgt. Und ich habe mir natürlich so ein bisschen die Frage gestellt, welche Folgen wird es für die deutsche Wirtschaft haben und vor allen Dingen, wie können da vielleicht auch Anleger dran profitieren, was sollten kleine KMUler jetzt machen? Und habe deswegen mal für euch recherchiert und versucht das jetzt in den nächsten 20 Minuten für euch zusammenzufassen. Also, als allererstes hat die Handelskammer eine Umfrage gestartet. Und zwar haben die 577 Unternehmen befragt, die in China produzieren. Und ja, 85% dieser haben bestätigt, dass sie Riesenprobleme haben. Was sind das für Probleme? Das sind primär zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Als allererstes natürlich die Personalnot. Durch die Quarantäne sind so gut wie alle Fabriken auf Stillstand gestanden. Problem 2 ist, die Ware kann nicht exportiert werden. Wenn man das Ganze jetzt so mal wahrnimmt, dann führt das natürlich zu so einem gewissen Schock. Und langfristig, glaube ich, wird es am meisten Geld kosten, denn ja, es führt zu so einer Art Abhängigkeit nach China. Und langfristig muss natürlich ein Umdenken passieren. Es wird nach sekundären Standorten gesucht mit gleichen Produktionskosten. Und es wird mit Sicherheit dann auch gewechselt. Und das kostet natürlich Geld. Dafür bedarf es ordentliche Investitionen. Und ich glaube, langfristig wird man den Effekt auf jeden Fall merken. Ja, 80% der Firmen sagen, sie sind stark betroffen. Und der Hauptengpass ist die Störung der Wertschöpfung. Und zwar wird die nämlich unterbrochen, primär durch die Quarantäne. Diese Unternehmen rechnen mit ungefähr 20-40% Umsatzrückgang. Und wenn ich jetzt so ein bisschen mal auch an meine Agenturzeit zurückdenke, dann ist klar, wenn du da einen großen Kunden verloren hast, der mehr als 10% Umsatz gemacht hat, ja, dann kamst du schon ganz schön in Struggle. Und jetzt stell dir mal vor, dein Unternehmen macht 20-40% und ist abhängig von einem einzelnen Kanal oder einem Vertriebskanal, von einem Kunden. Ja, dann kannst du dir vorstellen, dass es noch ein mächtiges wirtschaftliches Beben geben wird. Der zweite Engpass neben der Quarantäne ist der Export, beziehungsweise für uns der Import. Die Schiffe können seit 6 Wochen nicht mehr ablegen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Die stehen alle still, die Transportwege stehen still, der Export klappt überhaupt nicht. Es gibt tierische Lieferprobleme und naja, wenn du deine Ware nicht bekommst, dann natürlich auch Umsatzrückgänge. Meine Vermutung ist, dass es erst ab Mitte März so richtig losgeht mit den Riesenproblemen. Hab mir auch deswegen mal angeguckt, wie machen das denn die GAFA, also Google, Amazon, Facebook und Apple. Apple produziert zum Beispiel das iPhone auch in China und hat jetzt angekündigt, dass das iPhone, die neue Generation, verspätet rauskommt. Und das hat natürlich fatale Folgen, denn du wartest da drauf, es wird die Gewinnprognose für 2020 wird jetzt nach unten geschraubt und das führt natürlich bei Anlegern auch zu einer Reduktion des Börsenwertes, weil die Leute natürlich ihre Prognosen gemacht haben und deswegen ihre Aktien verkaufen. Also kannst du schon mal davon ausgehen, dass zumindest eines der 4-5 größten Unternehmen der Welt mit Sicherheit in mächtigen Marktkapitalisierungsengpass bekommen wird, weil zum Beispiel das iPhone jetzt nicht auf den Markt gebracht werden kann. Ja, Messen und Flüge fallen aus, ist ja mittlerweile auch in Deutschland angekommen. Airlines haben ein tierisches Problem, haben komplett die Flüge nach China, sogar nach Asien ausgesetzt. Und die haben natürlich auch riesen Engpässe, weil die Kapazitäten sind ja gerechnet mit den Fixkosten und somit halt auch Riesenprobleme. Der DAX hat auch schon reagiert, ist letzte Woche um 7,5% gesunken. Für mich immer eine Riesenfreude, weil ich weiß, dass da keine realen Wirtschaftsgüter oder Dienstleistungsgüter dahinter stehen. Für mich immer ein Punkt,
dass eine Psychologie, also ein psychologischer Faktor, den DAX-Wert reduziert hat, für mich eigentlich immer ideal, um einzusteigen, weil ich weiß, dass wenn da reale Geld- und Wirtschaftsströme hinterstecken, dass der Trend dann auch wieder irgendwann nach oben geht. Ja, nachgelagert ist natürlich ein Riesenproblem, denn Mitarbeiter, die zum Beispiel in der Transportbranche arbeiten, werden freigestellt oder bekommen ihr Gehalt gekürzt. Und das ist natürlich fatal, denn wenn die weniger Gehalt oder Geld bekommen, dann fehlt das natürlich im Geldumlauf. Auch die Nachfrage ist natürlich gesunken zum Thema Tourismus. Die Leute, die hospitieren zu Hause, gehen weniger auf Veranstaltungen, reisen tun sie erst recht nicht. Auch Thailand hat zum Beispiel ein Riesenproblem, da war ich noch vor ein paar Wochen. China ist komplett, oder Thailand ist komplett abhängig vom China-Tourismus. 40% der Chinesen reisen nach Thailand. Ganze Städte wie Pattaya oder Bangkok sind eigentlich davon abhängig und kriegen gerade tierische Probleme. Dann fand ich eine Aussage mega interessant, und zwar verfolge ich den Nouriel Roubini. Das ist ein ganz charismatischer Typ, aber auch mit vielen steilen Thesen. Scharfen Thesen, der hat aber 2008 auch schon Finanzkrise vorausgesagt und der rechnet mit einem Aktienrückgang von 20% ab Mitte April. Finde ich auch sehr interessant, sollte man auf jeden Fall im Auge halten. Ja, was bedeutet das jetzt alles so nach ein paar Statistiken für Deutschland? Deutschland ist ein Autoland, das heißt, viele produzieren in China oder für China. Wir haben ja die, oder wenn man sich den DAX anguckt, sind da primär deutsche Autohersteller drin, aber auch viele, viele, viele Zulieferer, auch im MDAX. Und zum Beispiel für Audi und Co. ist China mit der wichtigste Markt. Jetzt habe ich mir mal angeguckt, was passiert denn da als Branchen primär. Seit der Krise geht der Automarkt in China um 92% zurück. Die Folge ist natürlich Entlassung. Nehmen wir mal an, ein typisches Beispiel. Normalerweise verkauft sich in China alle 7 Minuten 307 Autos. Jetzt wurden 307 Autos pro Tag verkauft und das bedeutet natürlich einen massiven Umsatzrückgang für die deutschen Automobilhersteller. Ich habe mir auch mal ein Beispiel rausgepickt, und zwar Daimler. Daimler hat 200 Zulieferer in China, also entweder die da produzieren oder liefern, die das jetzt nicht können. Und die haben eher den riesen Engpass, dass die Container beim Zoll feststecken. Ja, weil Städte sogar unterschiedliche Systeme haben, wie sie ihre Transporte regeln, wie es mit der Gesundheit, mit der Hygiene jetzt funktioniert. Also Katastrophe. Was ist die Folge natürlich für deutsche Unternehmen, die ja abhängig davon sind? Die Überschuldung steigt und damit natürlich auch Kreditausfälle. Und das betrifft dann wieder ja Unternehmensanleihe. Und ja, dadurch werden wahrscheinlich die Zinsen in den USA senken. Ist ja auch logisch, muss man vorstellen, du hast Unternehmensanleihen von Unternehmen und gehst davon aus, dass eine Gewinnwarnung rausgeht, dann verkaufst du deine Unternehmensanleihen und das führt natürlich zur Belastung des Dollars, denn der Import oder Export könnte teurer werden. Das heißt, es gibt eine negative Korrelation von Gold zu Aktien. Ja, und was machst du damit? Komme ich gleich nochmal hinzu. VW zum Beispiel verkauft 40% der Autos in China. Und jetzt habe ich mir einfach mal ein Beispiel rausgesucht. Vor 4-5 Wochen wurde ein Werk von VW geschlossen. Da ging es um 3000 Stellen. Jetzt stell dir mal vor, dein Umsatz für das gesamte Jahr wird um 40% sinken. Jetzt gehen wir mal nicht von den realen 40% aus, sondern vielleicht von 20%. Da kannst du davon ausgehen, dass 3000 Stellen noch das kleinste Problem ist, sondern dass du den Faktor mal wahrscheinlich eher mal 100.000 oder 10.000 machen musst, was das für einen Stellenabbau mit Sicherheit bedeuten wird. Vor allen Dingen natürlich zuerst Kurzarbeiter und Befristete. Also, dann nochmal vielleicht eine ökonomische Betrachtung. Volkswirtschaftlich, Deutschland und China sind die größten Handelspartner. 2018 bestand das Handelsvolumen aus 200 Milliarden Euro. Das heißt, der China-Umsatz von uns macht 7,6% Anteil am gesamten Export aus. Und das ist natürlich fatal. Also wenn diese 7,6% komplett auf 2% oder so sinken, also 5% Unterschied, Handelsvolumen von 200 Milliarden, ist natürlich ein Riesenvolumen, was fehlt. Welche Branchen sind am häufigsten betroffen jetzt? Das ist die Autobranche und Autoteilebranche. Pharma, man merkt auch jetzt schon, dass die ersten Medikamente in den Apotheken ausverkauft sind. Dann Papier,
Chemie und Elektro. Vielleicht nochmal zwei Sachen auch persönlich dazu. Als allererstes zur Todesrate. Da wundere ich mich immer so ein bisschen, dass alle sagen, das ist alles harmlos. Ja, ist auch wahrscheinlich harmlos, weil nicht jeder, der den Virus bekommt, stirbt daran. Aber die Todesrate wird falsch ermittelt. Die Medien sagen immer, von 100.000 sind jetzt 1.000 tot, deswegen ist es jetzt eine Prozentzahl von X. Aber das ist falsch, weil keine Kohorte betrachtet wird. Das kann jeder bestätigen, der mit Algorithmen arbeitet. Sondern die Todesrate musst du von heute nehmen, aber die Infektionsrate von vor 2 Wochen. Weil die Inkubationszeit dauert ja 2 Wochen temporär. Und deswegen musst du diesen Intervall nehmen. Das heißt, von wie vielen Leuten, die vor 2 Wochen angesteckt waren, sind heute tot. Und ansonsten ist dieser Wert völlig, ja, macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Und dann nochmal zum Thema Journalismus. Du lernst, wenn du im ersten Semester bist, Journalismus, dass eine News, die Wirkung haben soll, muss neu sein und muss vor allen Dingen nah sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich jetzt schreiben würde, in Afrika sind 26.000 anstatt 25.000 Leute an der Grippe gestorben, dann interessiert sich das nicht, weil erstens ist die Grippe nicht neu und zweitens ist es nicht hier. Wenn ich jetzt aber schreibe, 10 Leute sind gestorben, ein Ort neben dir an einer neuen Geschichte, dann drehen alle Medien voll durch. Also vielleicht nochmal so ein bisschen als persönliche Anekdote. Aber was passiert konkret insgesamt? Aufgrund der Quarantäne haben wir eine sinkende Nachfrage nach Konsumgütern. Aufgrund der Lieferengpässe haben wir natürlich auch ein sinkendes Angebot. Das heißt, die wichtigsten Branchen, die ich eben genannt habe, werden die ersten Engpässe haben. Wie löst man das heutzutage? Primär durch Personalentlassung. Ne? Zweite Sache, sekundär, die Investitionen von Unternehmen werden reduziert und die Innovation geht zurück. Das führt aber volkswirtschaftlich dazu, dass die Arbeitslosenquote steigt und Leute mit Kaufkraft werden deutlich weniger. Dadurch wird auch immer weniger Geld in den Umlauf gebracht und das könnte zu einer Deflation führen. Und da die EZB keine Deflation will, wird sie noch mehr Geld in den Markt pumpen, als sie es jetzt schon macht. Und das wird dadurch wieder das US-Dollar-Euro-Verhältnis deutlich stören. Und natürlich auch weiterhin die Sparraten machen. Ja, jetzt nochmal vielleicht eine logische Sache. Wenn du zum Beispiel Unternehmensanleihen hast oder Aktien und davon ausgehst, dass die Kurse jetzt runtergehen oder die Anleihe weniger wert wird, was machst du? Du verkaufst den ganzen Kram und investierst wieder in sichere Anlagen. Und das sind Immobilien und Gold. Und deswegen wird mit Sicherheit auch der Goldpreis wieder leicht steigen, obwohl er jetzt ein bisschen stagniert hat. Aber viel schlimmer ist, die Leute werden wahrscheinlich dann volkswirtschaftlich wieder in Immobilien investieren und das führt wieder zum Angebot oder Angebotsüberhang von Immobilien und das wieder zum Riesenproblem für Mieter. Die Miete wird nämlich dann immer teurer, Wohnraum immer begrenzter und limitierter und die Unterschicht verliert wie immer. Natürlich bedeutet dies dann auch wieder für Deutschland an sich deutlich mehr Transferleistungen und wir haben ja schon im September gedacht, dass eine Rezession droht. Meiner Meinung nach kommt die Rezession jetzt. Ja, man merkt das nämlich auch ganz in Deutschland schon. Der Coronavirus ist auch hier bei uns angekommen. Die ersten Filialen werden dicht gemacht. Veranstaltungen wie die Fitnessmesse FIBO wird abgesagt. Menschen isolieren sich zu Hause, gehen nicht mehr zu Veranstaltungen. Freizeitaktivitäten werden runtergeschraubt. Und deswegen musst du dir eigentlich auch wirklich die Frage stellen, was ist, wenn dein Umsatzverlust 20 bis 40% beträgt, hast du dafür eine Versicherung und. Und mich hat auch jemand angeschrieben an tom.illauer@gmx.de. Du kannst auch natürlich auch meine Webseite besuchen, tom-illauer.de. Was sind die Gewinner? Natürlich, jetzt mal unabhängig von den ganzen Idioten, die jetzt Masken für 5.000 Euro bei eBay handeln, sind eigentlich 2 Riesenbranchen, die gewinnen werden. Erstens Privatjets. Habe ich gerade gelesen, dass diese Branche dadurch natürlich extrem gestiegen ist. Aber zweitens Onlinehandel. Und das ist natürlich irgendwo eine kausale, logische, rationale Geschichte. Wenn du zu Hause sitzt, willst eigentlich nicht mehr das Haus verlassen. Du bestellst alles online, gerade Lebensmittel.
Deswegen, das wird ein Riesenmarkt werden. Also die sowas wie Picknick, also Lieferung oder Flaschenpost, Bringmeister und so weiter, die werden extrem an Nachfrage bekommen. Aber auch generell Handelsplattformen wie zum Beispiel Amazon oder sowas, wo du normalerweise in den DM gefahren bist, dir deine Zahnpasta holen, die wirst du mit Sicherheit jetzt auch irgendwie bei Amazon bestellen. Ja, ich hoffe, dir hat auch diese Folge wieder Spaß gemacht. Ich brauche deine Hilfe. Ich würde mich freuen, nämlich wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Aber wie gesagt, der Podcast ist noch in der Gründungsphase. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal ein Feedback gibst. Gerne über meine Internetseite tom-illauer.de, I-L-L-A-U-E-R, über das Kontaktformular, was für eine Folge dir am meisten Spaß macht, ob es so welche ja, aktuellen Themen sind, generelle Learnings über die Plattformökonomie oder reine News über die GAFA und Welt und Co. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und würde mich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, dein Tom.